So, jetzt die Frage, was reden wir? Ihr habt eine Nie-Wieder-Liste bekommen. Die ist gedacht zum täglichen Gebrauch. Ja? Ab heute zum täglichen Gebrauch. Bitte nehmt sie mal in die Hand. Nie-Wieder-Liste. Heute haben wir verstanden, Tod und Leben ist in der Gewalt unserer Zunge. Genau. Wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Also die Konsequenzen davon werden wir tragen. Und gut ist der, der spricht im Glauben. Und heute werden bestimmte Lebenslügen runtergehauen. Lebenslügen, die Menschen entweder in dich hineingelegt haben oder falsche Theologien in dich hineingelegt haben oder falsche Demut in dir drin sind. Und die wollen wir mal zusammen lesen. Und dann wollen wir eine Proklamation machen, eine Übungsstunde, kann man sagen, für das, was du zu Hause machen kannst. Also eins kann ich dir vergewissern, wenn du diese Liste zum täglichen Gebrauch benutzt, wird dein Leben nicht mehr so sein, wie es einmal war. Warum? Denn 1. Petrus 3 haben wir heute Morgen gelernt. Wer gute Tage sehen will, und wer sein Leben lieben will, der halte seine Zunge vom Bösen zurück. Ja, dass wir Gutes sprechen. Und von was sollen wir uns zurückhalten? Das ist hier der Inhalt. Nie-Wieder-Liste. Also ihr kriegt ja eine coole Liste hier. Und ich lese euch mal vor. Und immer wenn das Wort nie wieder kommt, dann sagt ihr nie wieder. Okay? Üben wir es mal. Ich habe also zwei Sachen. Das kann also Amen bedeuten oder nie wieder. Das bedeutet, ab jetzt ist es nie wieder, okay? Und später heißt es dann wieder Amen, ja? Nicht, dass ich morgen so mache und ihr sagt dann nie wieder. Bitte nicht, ja? Okay, also ihr könnt mitlesen. Ich werde bekennen. Ich kann nicht, denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Philipper 4,13. Wichtig ist nicht, was ich sage oder was auf der Liste steht. Wichtig ist, was das Wort sagt. Deswegen braucht ihr für jede Aussage eine Bibelstelle und die ist eben dahinter. Ihr könnt sie dann auch lesen. Hausaufgabe sozusagen, lest die ganze Bibelstelle. Und da, wo du Baustellen hast in deinem Leben, da tust du einfach das Hineinsprechen. Ja? Es kann sein, du hast irgendeine Aufgabe und dein Papa hat zu dir gesagt, du kannst das nicht. Du hast zwei linke Hände. Du kannst das nicht. Unmöglich. Dein Arbeitskollege sagt, das kannst du nicht. Dein Arbeitgeber hat gesagt, nein, das ist unmöglich. Oder du hast eine Prägung bekommen in dein Leben hinein und Leute haben zu dir gesagt, du kannst nicht. Und du sprichst es selber, ich kann nicht. Wenn du das sprichst, bindest du dich selber. Die Wahrheit ist aber, du sprichst ab heute nie wieder, ich kann nicht, sondern alles kann ich durch den, der mich mächtig macht. Warum? Philipper 4, Vers 13 sagt das. Zweiter Punkt. Ich werde Mangel bekennen, denn mein Gott erfüllt all meine Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Kann ich ein Amen hören? Yes. Nie wieder Mangel bekennen. Vielleicht guckst du auf dein Konto und sagst, oh Mann, da ist aber echter Mangel. Dann guckst du in deine Gemeinde rein, totaler Mangel. Wenn du das aussprichst, wird der Mangel immer größer. Es ist so. Aber wenn du aussprichst, ich werde nie wieder Mangel bekennen, sondern mein Gott erfüllt all meine Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus, dann entwickelt sich etwas in deinem Leben, wo du eine Proklamation des Glaubens machst. Ja? Ich möchte dich ermutigen, dass du dich nicht im Mangel siehst, sondern in der Herrlichkeit in deinem Leben. Stell dir mal vor, du holst einen Kontoauszug und es wird immer roter und immer roter und immer roter. Guckst auf dein Auto, kaputter, kaputter, kaputter. Guckst auf deine Wohnung, kaputter, kaputter. Und alles ist Mangel ohne Ende. Und dann sagst du, Jesus, aber ich glaube, dass in deinem Wort steht drin, mein Gott erfüllt all meine Bedürfnisse nach seinem Reichtum in der Herrlichkeit in Christus Jesus. Nächster Punkt. Ich werde Furcht bekennen, denn Gott hat mir nicht den Geist der Furcht gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Amen. Das steht drin in 2. Timotheus 1, 7. Wisst ihr, ich habe noch nie so Probleme gehabt mit Furcht oder mit Angst in meinem Leben, bis ein Angriff kam und ich das kapiert habe. Heute Vormittag habe ich euch erzählt von der MS, die in mein Leben gekommen ist. Nicht ich war krank, sondern die kam einfach unberechtigt auf mein Leben. Das ist ein Unterschied, ja? Nicht ich bin krank, weil das, was du bist, tut Gott dir nicht wegnehmen. Ja? Oder meine Krankheit, bitte nicht so sprechen. Es ist nicht deine. Die Krankheit hat er getragen am Kreuz, dass wir durch seine Striemen geheilt werden. Ja? Und als ich damals die Diagnose bekommen habe, MS, ich bin morgens aufgewacht, schlag meine Augen auf und ich sehe einen Angstgeist auf mich draufkommen. Ich habe noch nie vorher so etwas gesehen. Ein Geist der Angst kommt auf mich drauf, kommt in meinen Körper hinein. Ich klopfe im Herzen und spüre, also das klopft und ich habe Zukunftsängste.
wie wird mein Leben sein? Wie wird meine Zukunft sein? Du wirst nicht mehr studieren können, du wirst nicht mehr laufen können, du wirst nicht mehr dienen können. Ende. Und diese Geisterangst, mit dem ist nicht zu spielen. Und da habe ich verstanden, dass es ein Geist ist. 2. Timotheus 1,7, was bei euch drin steht: Ich habe nicht den Geist der Angst bekommen, sondern der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Wie geht Angst raus? Wie funktioniert das? Was treibt die Angst aus? Liebe. 1. Johannes, ja, sagt, die vollkommene Liebe vertreibt jede Furcht. Also, wenn du frei werden willst von Angst, kapier erstmal eins. Nicht du bist ängstlich oder du hast Angst. Nein, das ist etwas, was dich unberechtigt drauf, also auf was dich draufkommt. Sondern die Wahrheit ist, du nimmst die Liebe Gottes und die Liebe Gottes vertreibt jede Furcht. Das ist die Wahrheit. Ja? Also habe ich so gemacht. Ich bin morgens aufgewacht und dann kam diese Welle an Angst auf mich drauf und ich habe gewusst, ich habe jetzt ungefähr eine halbe Sekunde Zeit, mich dagegen zu entscheiden. Sonst ist wieder drin. Und habe ich dagegen gebetet, in Jesu Namen verschwinde, in Zungen gebetet dagegen und gesagt, ich empfange die Liebe Gottes und das Wort Gottes sagt, dass die Liebe Gottes vertreibt jede Furcht. Furcht, du musst gehen, denn ich habe keinen Geist der Angst bekommen nach 2. Timotheus 1,7, sondern der Kraft und der Liebe und der Besonnenheit. Und das war ein Kampf, mehrere Wochen, dann war es zu Ende. Bis heute nie wieder irgendein Angstzustand. Ich möchte dich ermutigen, Angst kann weichen in deinem Leben. Ja? Du bist kein Sklave der Angst. Ja, dieses englische Lied, wo so weltweit bekannt ist. I'm not a slave of fear. Ja. Sondern I'm a child of God. Amen. Wir sind Kinder Gottes. So, es geht weiter. Ich werde Zweifel oder Mangel an Glauben bekennen, denn Gott hat einen jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Vielleicht sagen Leute zu dir, hey, du hast doch gar keinen Glaube und du zweifelst immer und du weißt nicht, wie groß dein Glaube ist, aber die Wahrheit ist, Gott hat jedem eines ein Maß des Glaubens zugeteilt, auch dir. Du hast ein Maß des Glaubens. Er ist drin in dir und du kannst das glauben. Du kannst es glauben. Erwarte nicht, bis endlich mal irgendein Glaube kommt, sondern wisse eins, Gott hat in dein Herz dieses Maß des Glaubens gegeben. Amen. Amen. Ich werde Schwachheit bekennen, denn der Herr ist meines Lebens Kraft. Ich werde bekennen, dass Satan in meinem Leben die Oberhand hat, denn größer ist Jesus in mir als der, der in der Welt ist. Oh, das ist ganz wichtig. Jetzt gerade Corona, ja? Was sprichst du? Oh, ist das schlimm? Und hast du schon gehört? Und oh, die Medien sagen, die Medien pumpen gerade Angst rein, aber ohne Ende. Wir sind diejenigen, die dagegen gehen können. Ja? Bitte sprich nicht, wie groß dein Berg ist und wie groß die Medien alles groß machen, sondern sag, mein Gott ist größer. Mein Gott ist größer. Und egal, welche Welle da kommt und egal, welche Dinge sind, mein Gott ist größer. So viel du über die Umstände redest, sag, viel größer ist mein Gott, der alles ausfüllen kann. Viel größer ist der, der mich retten kann. Viel größer ist der mich da raus. Kennt ihr die Geschichte von Daniel? Eure Kinder kriegen das ja gerade mit, die Geschichte von Daniel. Da gibt es dieses Gesetz, hey, ihr müsst euch unterordnen vor dem König. Und was passiert? Der sagt, nein, wir werden unsere Knie nicht beugen. Ob Gott uns rettet oder nicht, aber eins werden wir nicht tun, wir werden uns nicht beugen vor dir. Wow. Und was geschieht? Dieser Glaubensakt gibt übernatürlichen Schutz. Sie werden reingeworfen in den Feuerofen und nicht mal die Haare verbrennen. Wow. Dein Glaubensakt kann dich und deine ganze Familie schützen, übernatürlich. Dass nicht mal ein Haar gekrümmt wird. Wo Leute kaputt gehen, links und rechts. Wenn 1.000 fallen zur Linken und 10.000 zur Rechten, wird es dich nicht treffen. Aber nur dann, wenn du dich nicht eins machst mit Glauben und mit Unglauben und Zweifel. Sondern du weißt, der in mir ist, ist größer, wie der in der Welt ist. Amen. Ich werde Niederlage bekennen, denn Gott lässt mich alle Zeit in Christus triumphieren. 2. Korinther 2,14. Ich werde Mangel an Weisheit bekennen, denn Christus Jesus wurde mir von Gott zur Weisheit gemacht. In 1. Korinther 1,30. Ich werde Krankheit bekennen, denn durch seine Wunden bin ich geheilt. Das war heute Morgen ein Schwerpunkt. Bin ich geheilt. Bitte lebe nicht in der Zukunft. Ich werde irgendwann geheilt. Deine Heilung ist schon vor 2000 Jahren geschehen. Am Kreuz von Golgatha. Da gibt es gar nichts mehr zu tun für dich, sondern im Glauben das zu ergreifen, was schon vor 2000 Jahren geschehen ist.
Jawohl, jetzt klappt's. Ihr verwechselt nicht Amen und nie wieder. Das, ihr seid richtig gut drin. Voll gut. Ich möchte dich ermutigen. Was ist Glaube? Glaube ist eine Überführung von Dingen, die du nicht siehst. Also du zweifelst nicht durch die Umstände, sondern du glaubst dem Wort. Wow. Glaube ist eine Verwirklichung dessen, was man hofft. Du weißt, es kommt in Existenz. Was? Weil du deine Hoffnung in Jesus stellst. Du weißt schon, dass das geschehen ist am Kreuz von Golgatha. Und obwohl du noch nicht siehst am Körper, weißt du aber, dass es schon hast. Und Leute werden sagen, du bist verrückt. Ja, so sagen sie, haben sie bei Jesus ihn auch ausgelacht, von Jairus da. Ich möchte dich ermutigen, dass du schon festhältst. Und dass so wie Römer 4 das sagt, du sprichst Dinge noch, bevor sie sind. Sagst, danke Jesus, dass ich bereits habe. Und das ist eine krasse Spannung. Dein Körper schreit, Schmerzen ohne Ende. Du sagst, danke, dass ich geheilt bin. Und dein Kopf sagt, du bist verrückt. Du sagst, jawohl, aber die Wahrheit ist. Ja? Das ist echt eine Spannung. Bitte schneide diese Spannung nicht durch. Es gibt den Zustand, den wir haben, unser Körper, und es gibt die Wahrheit, das Wort Gottes. Der Unterschied oder die Entfernung zwischen Zustand und Wahrheit nennt man Glaube. Dir geschehen nach deinem Glauben. Wenn du diese Spannung abschneidest, hast du eine spannungslose Theologie. Und eine spannungslose Theologie hat die Gefahr, unbiblisch zu werden. Beispiel: Wenn du keinen Glauben mehr hast, dann musst du nach links oder rechts rutschen. Und da gibt es zwei Extreme. Linke, oh Gott will uns strafen und wir müssen es akzeptieren, dass die Krankheit bei uns ist und ist es halt so und wir leben damit und Ende. Ja? Das ist die spannungslose linke Seite. Die spannungslose rechte Seite sagt, es gibt gar keine Krankheit. Ja, also so hypercharismatisch so und ganz weit weg. Und ich möchte dich ermutigen, dass du auf deine Realität schaust. Es ist halt so, aber ich weiß, ich bin geheilt durch Jesus Christus. Bereits am Kreuz von Golgatha. Und das ist eine krasse Spannung. Die Bibel sagt, Markus 11, wenn du betest und bittest, glaub, dass du es bereits empfangen hast. Und jetzt, Achtung, Zukunft, so wird es dir werden. Ja, was jetzt? Haben wir oder wird es jetzt? Beides. Wenn du betest und bittest, sagt Jesus, Markus 11, so glaub, dass du es empfangen hast. Und jetzt wird es dir werden. Ja, was jetzt? Das ist die Spannung, die Jesus erklärt. Bitte schneide die Spannung nicht auf. Wenn du betest und hast es noch nicht physisch, glaubst du aber, dass du es empfangen hast. Und dann ist das Ergebnis des Glaubens, dass es kommen wird. Wann? Keine Ahnung. Bei manchen dauert es eine Sekunde, bei manchen dauert es 5 Sekunden, bei manchen dauert es 10 Jahre. Keine Ahnung, wie lange. Aber bitte, bitte, bitte schneide diese Spannung nicht ab. Halte den Glauben fest. Und ich bete mit dir, dass dein Moment kommt, dass Jesus sagt, dir geschehe nach deinem Glauben. Da kommt diese blutflüssige Frau, ich habe es heute erzählt, sie kommt von hinten an Jesus ran, berührt ihr Gewand, sein Gewand und Kraft fließt. Und sie merkt am Leib, wow, ich bin geheilt. Wow, ich bin geheilt. Schon wo sie zu Hause war, sagt sie, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Die gleiche Kraft, die vor 2000 Jahren da war, ist auch hier heute in diesem Raum, weißt du das? Und sie wartet auf deine Glaubensaussage. Die blutflüssige Frau, sie spricht, heute, wenn ich Jesus berühren werde, werde ich geheilt werden. Sie hat nicht Krankheit bekannt, also ich werde nie wieder Krankheit bekennen, denn durch seine Wunden bin ich geheilt. Amen. So, weiter geht's. Ich werde Sorgen und Frust bekennen, denn ich werfe alle meine Sorgen auf ihn, der für mich sorgt. 1. Petrus 5, Vers 7. In Christus bin ich sorgenfrei. Wow. Ich werde Gebundenheit bekennen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, 17. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Durch einen hübschen Tempel, weißt du das? Das war jetzt ein arg müdes Lächeln. Du siehst gut aus. Auch müde. Bitte, bitte. Ja, aber das muss aber jetzt eine Glaubensaussage werden. Sonst drücke ich es rein. Das muss von innen kommen. Als Gott dich geschaffen hat, hat er gesagt, du bist sehr gut.
Du bist geschaffen in seinem Ebenbild. Weißt du das? Sogar der Himmel sagt Amen, ja? Lauter, lauter. Ja? Als Gott dich geschaffen hat, hat er sich gedacht, ich mache einen Menschen in meinem Bild, mir gleich. Oder Gott sprach, lasst uns Menschen machen in unserem Bilde, uns ähnlich. Und hat er dich geschaffen und er hat sich angeschaut und sagt, sehr gut. Gott sagt zu dir, du bist sehr gut. Mit welchem Recht sagst du, ich sehe blöd aus? Gehörst du dir selber? Darfst du überhaupt so mit deinem Körper, zu deinem Körper, zu Gottes Geschöpf reden? Du gehörst Jesus. Und Gott sagt, sehr gut. Erkennt ihr die Spannung? Die gibt es oft. Ich möchte dich ermutigen, dass deine Spannung, dass deine Theologie nicht spannungslos wird, sondern dass du sagst, ja, ich sehe meine Falten, ja, ich sehe alle Dinge, die da sind, aber ich weiß, Gott hat gesagt, ich bin sehr gut und deswegen entscheide ich mich auch dafür, dass ich sehr gut bin. Du willst was sagen, ja, Halleluja, los geht's. Ich habe den Herrn einmal gefragt, wie siehst denn du mich, Herr? Dann hat er gesagt, also im Hohen Lied der Liebe, 2,7, glaube ich, ist es. Da steht, du bist mein Liebling und ich sehe an dir keinen Fehler. Dann habe ich gesagt, ich kann dir aber helfen. Hat er gesagt, ich brauche deine Hilfe nicht. Ich sehe dich mit den Augen meines Sohnes. Halleluja. 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 Ich möchte dich ermutigen, dass du dich so siehst, wie Gott dich sieht. Aus Gottes Sichtweise, sehr gut gemacht. Denn dein Körper ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und im Tempel des Heiligen Geistes hat der Teufel kein Recht, Krankheit reinzuschieben. Weißt du das? Nur Gesundheit, da ist dieses Recht vom Himmel. Wir gehen weiter. Ich werde Verdammnis bekennen, denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Römer 8,1. Ich bin in Christus, deswegen bin ich frei von Verdammnis. Ich werde Einsamkeit bekennen, denn Jesus ist bei mir alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Matthäus 28, Vers 80. Ich werde Fluch oder Missgeschick bekennen, denn Christus hat mich losgekauft vom Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde, in Galater 3, 13. Ich werde Unzufriedenheit bekennen, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde, in Philipper 4, Vers 11. Ich werde Unwürdigkeit bekennen, denn Jesus wurde für mich zur Sünde gemacht, auf dass ich in ihm Gottes Gerechtigkeit wurde, in 2. Korinther 5, Vers 21. Ich werde Verwirrung bekennen, denn Gott ist nicht der Urheber der Verwirrung, sondern des Friedens. 1. Korinther 14, Vers 33. Ich werde Verfolgung bekennen, denn Gott ist für mich. Wer mag wider mich sein? Römer 8, 31. Ich werde die Herrschaft der Sünde über mein Leben bekennen, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Römer 8, Vers 2. Diese Sache ist sehr, sehr tief. Dieses Bekenntnis ist sehr tief. Kennt ihr den Heilungsevangelisten der 50er Jahre, einer der größten, fällt gerade der Name nicht ein, John G. Lake, genau. John G. Lake, das war sein Satz hier, sein Satz. Er hat gesagt, er ist bekannt, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Er wusste, er ist in einem anderen Gesetz drin. Er ist im Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus. Und dieses Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat ihn frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Er wusste eins, in mir gibt es ein anderes Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und das hat mich frei gemacht vom Gesetz des Sünde und des Todes. Ich bin kein Sklave mehr der Sünde und des Todes, sondern in Christus Jesus. Das hat er dauernd gemacht. Das war die Grundlage seiner Erklärung und seines Dienstes. Und die haben irgendwann mal, so eine tödliche, also bei ihm gab es ganz viele Heilungen halt, ganz, ganz tiefe, starke Heilung. Und haben sie irgendwann mal so ein Virus auf seine Hand drauf getan und unter dem Mikroskop reingeguckt. Und die tödlichen Viren sind auf seiner Hand gestorben. Wenn Corona in deinen Raum kommt, wirst nicht du voll mit Corona, sondern Corona weicht. Ja? Wenn kranke Leute dir nahe kommen,
wirst nicht du krank von dem, sondern der Kranke wird gesund. Kranken werden sie die Hände auflegen, sagt das Wort. Und was sagt das Wort dann? Und der Kranke wird, was sagt die Welt? Berühre den nicht, sonst wirst du krank. Oder? Seht ihr, wie das alles sich dreht? Es gibt zwei Realitäten. Entweder das Gesetz der Sünde und des Todes oder das Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und wenn du verstehst, in welchem Gesetz du lebst, hat es sich frei gemacht vom Gesetz der Sünde und des Todes. Ich möchte dich ermutigen, wir leben in einer anderen Ebene. Im Gesetz des Lebens in Christus Jesus. Und das hat uns frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. In Römer 8, 2 steht es drin. Das dritte von unten, ich werde Unsicherheit bekennen, denn der Herr bewahrt mich. Halleluja. Ich werde Versagen bekennen, denn in dem allen überwinde ich weit durch den, der mich geliebt hat. Römer 8, Vers 37. Ich werde Angst vor der Zukunft bekennen, denn wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen, was kein Ohr gehört, was in keinem Mensch in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Wow. 1. Korinther 2, Vers 9. Gott hat was Großes, was Gutes für dich vorbereitet. Vielleicht kämpfst du in deinem Leben mit Mangel, mit Angst, mit Zweifel, mit Sorgen, mit Schwachheit. Denkst, der Satan hat die Oberhand in meinem Leben. Vielleicht kämpfst du mit Krankheit, Mangel an Weisheit, mit Sorgen und Frust, mit Gebundenheit, mit Verdammnis, mit Einsamkeit, mit Fluch, mit Unzufriedenheit, Unwürdigkeit, Verwirrung, Verfolgung, mit Sünde im Leben, mit Unsicherheit, Versagen oder Angst vor der Zukunft. Da gibt es ein wunderbares Mittel dagegen, das nennt man das Wort Gottes. Ihr habt es hier auf einem Papier drauf. Wenn du merkst, dass bei dir bestimmte Baustellen sind in deinem Leben, wo immer wieder drin sind, ich möchte dich ermutigen, spreche es mutig aus. Dir geschehe nach deinem Glauben. Woher kommt Glaube? Glaube kommt vom Hören. Und das Gehörte kommt aus dem Wort Gottes. Ja? Deswegen bitte nicht irgendeine Theologie von YouTube, wo irgendjemand was erklärt, sondern das, was das Wort sagt. Wichtig ist, was das Wort sagt. Nimm das Wort Gottes und spreche es hinein. Dir geschehe nach deinem Glauben. Seid ihr bereit, dass wir das mal zusammen durchsprechen? Ja? Zwei wollen es. Seid ihr bereit? Gut. Ich möchte dich ermutigen, dass du einfach drauf guckst oder auf den Zettel. Und dann wollen wir mal das alles zusammen durchsprechen. Okay? Ready? Machen eine Generalprobe für dich zu Hause dann. Wenn du dann zu Hause bist, spreche es aus. Warum machen wir das hier? Wir sind kein komischer Verein, der irgendwas hier redet, sondern wir machen jetzt eine geistliche Realität auf. Denn 1. Petrus 3, Vers 10 sagt, wenn du gute Tage sehen willst und wenn du dein Leben lieben willst, haben wir heute Morgen gelernt, halte deine Zunge zurück. Vor was? Vor dem, was wir gleich sagen werden. Und sprich das hinein, was du sehen willst. Und das machen wir jetzt gleich mit dieser Proklamation. Also für euch sozusagen Handwerkszeug für zu Hause. Wollen wir es zusammen sprechen? Ja? Dann lesen wir es alles zusammen durch. Ich werde nie wieder bekennen, ich kann nicht, denn ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich werde nie wieder Mangel bekennen, denn mein Gott erfüllt all meine Bedürfnisse nach seinem Reichtum in Herrlichkeit in Christus Jesus. Ich werde nie wieder Furcht bekennen, denn Gott hat mir nicht einen Geist der Furchtsamkeit gegeben, sondern der Kraft und der Liebe und der Zucht. Ich werde nie wieder Zweifel und Mangel an Glauben bekennen, denn Gott hat einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt. Ich werde nie wieder Schwachheit bekennen, denn der Herr ist meines Lebens Kraft. Ich werde nie wieder bekennen, dass Satan in meinem Leben die Oberhand hat, denn größer ist Jesus in mir als der in der Welt. Ich werde nie wieder Niederlage bekennen, denn Gott lässt mich alle Zeit in Christus triumphieren. Ich werde nie wieder Mangel an Weisheit bekennen, denn Christus Jesus wurde von Gott zur Weisheit gemacht. Ich werde nie wieder Krankheit bekennen, denn durch seine Wunden bin ich geheilt. Ich werde nie wieder Sorgen und Frust bekennen,
denn ich werfe alle meine Sorge auf ihn, der für mich sorgt. In Christus bin ich sorgenfrei. Ich werde nie wieder Gebundenheit bekennen, denn wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Mein Leib ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Ich werde nie wieder Verdammnis bekennen, denn es gibt keine Verdammnis mehr für die, welche in Christus Jesus sind. Ich bin in Christus, deshalb bin ich frei von Verdammnis. Ich werde nie wieder Einsamkeit bekennen, denn Jesus ist bei mir alle Tage bis ans Ende der Weltzeit. Ich werde nie wieder Fluch oder Missgeschick bekennen, denn Christus hat mich losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch für uns wurde. Ich werde nie wieder Unzufriedenheit bekennen, denn ich habe gelernt, mit der Lage zufrieden zu sein, in welcher ich mich befinde. Ich werde nie wieder Unwürdigkeit bekennen, denn Jesus wurde für mich zur Sünde gemacht, auf dass ich in ihm Gottes Gerechtigkeit wurde. Ich werde nie wieder Verwirrung bekennen, denn Gott ist nicht der Urheber der Verwirrung, sondern des Friedens. Ich werde nie wieder Verfolgung bekennen, denn Gott ist, wer mag wieder uns sein? Amen. Ich werde nie wieder die Herrschaft der Sünde über mein Leben bekennen, denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Ich werde nie wieder Unsicherheit bekennen, denn der Herr bewahrt mich. Ich werde nie wieder Versagen bekennen, denn in winde ich weit durch den, der mich geliebt hat. Ich werde nie wieder Angst vor der Zukunft bekennen, denn wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, keinem Menschen in den Sinn gekommen ist, was Gott denen bereitet hat, die ihn lieben. Halleluja, das war jetzt ein Marathon. Halleluja, Applaus für euch. Das, was du bekennst, hat eine Kraft. Denn Tod und Leben ist in der Gewalt unserer Zunge. Ich möchte dich ermutigen, dass du bestimmte Lebenslügen niederreißt. Und bestimmte Lebenslügen sind auf diesem Zettel drauf. Sprich sie nicht aus. Sie haben eine Kraft in deinem Leben. Sondern sprich das Gute aus. Und wie wir gesagt haben, wenn du gute Tage sehen willst, wenn du dein Leben lieben willst, halte deine Worte zurück vom Schlechten und sprich das Gute aus. Sie hat eine Kraft.